Willkommen zurück und ich habe festgestellt, dieser Misthaufen, in dem der eine Herr hier seinen Scheiß versteckt hat, sein Geld, der ist hier auf dem Hof. Den schnappen wir uns natürlich. One Quest Down, ich glaube nicht, dass das, was da drin ist, so oberwertvoll ist. Die Frage ist eher, wo ist hier ein Misthaufen? Der Karte jedenfalls nicht an dieser Stelle. Da ist ein Misthaufen. Oh, da gibt es hier noch einen anderen Misthaufen. Da ist ein Misthaufen jetzt aber. Hahaha, da ist es. That stench. Goldener Saphirring, nicht so schlecht. Gut, das Ziel war ja, mal ein bisschen voranzukommen. Ich würde mir auch jetzt tatsächlich gern mal Teile von meiner Rüstung bauen. Oder mal schauen, dass ich da mal vorankomme. Ich habe gesehen, ich habe ja noch nicht mal meine Schwerter auf Meisterniveau, was ganz schön erbärmlich ist irgendwie dafür, dass ich da jetzt schon so lange rumtue. Ihr habt mir gesagt, es gibt ein noch besseres Schwert als die Hexerschwerter, die ich habe. Das hat hier allerdings mit einer Quest zu tun, die ich noch nicht angenommen habe. Weiß jetzt nicht, ob ich die Schwerter jetzt schon mal pimpen soll, aber eigentlich, solange ich da nicht dieses mega krasse Dimerizium brauche, könnte ich das glatt mal machen. Dann habe ich nämlich die Schwerter zumindest schon mal in einem Zustand, der adäquat zu meiner Rüstung ist. Und dann werde ich mal versuchen, zumindest mal das erste Rüstungsteil auf Großmeisterniveau zu bringen. Ich weiß, viele von euch gefällt die Katzenrüstung nicht, aber ich habe mich jetzt auf die eingeschossen und deswegen machen wir das auch. Wo machen wir das am besten? Natürlich in Novigrad bei meinem alten Buddy. Wie hieß er noch gleich? Mein alter Buddy hat Hattori? War es Hattori? Ich glaube schon. Der kann mir erstmal die Schwerter machen und die Rüstung mache ich dann auch da am Hauptplatz. Kann der am Hauptplatz die Großmeisterrüstung? Ich glaube schon. Oder nee, das kann ich auch in Beauclair machen, tatsächlich bei einem Rüstungsmann. Aber Schwerter mache ich nur bei Hattori. Ich bin Commander Shepard und Hattori ist mein Lieblingsschwertschmied in Novigrad. Ach, wie lange ich nicht mehr hier war, ne? Gleich wieder einen ganz anderen Vibe, die Welt. They ought to never let your kind in, Novigrad proper. Thanks for your help, Geralt. We'd not have nabbed a bastard otherwise. Wahrscheinlich heißt er gar nicht Hattori, sondern Haroti oder irgendwie so. Gucken wir mal. Hattori, na also geht doch. Greetings, Geralt. How might I be of help? Listen, would you craft something for me? Also, Silberschwert. Da wollen wir haben das meisterlich gefertigte Katzensilberschwert. Da brauche ich halt, oh Gott, naja, zwei Dimerizium waren, na gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und das meisterlich gefertigte Stahlschwert nehmen wir natürlich auch mit. Katzenstahlschwert-Zutaten fehlen. Einmal makelloser Rubin. Boah, wo kriege ich den denn her? 2136, wo soll ich den denn herbekommen? Ja, komm. Scheißegal, da komme ich jetzt. Geil. Gut. Reparieren können wir auch mal. Und verkaufen können wir auch mal. Hier den ganzen Krampf. Jetzt sind natürlich meine ganzen... Ah, wohl Runensteine habe ich noch ein bisschen. Da müsste ich meine Schwerter schon voll bekommen. Ah ne, die hat er hier sogar tatsächlich mit eingebaut.
Jeweils 3 große Steine, alles super. So, als nächster Schritt wäre dann Meisterrüstung, aber das wird schwierig. Mich nervt es, dass hier eine nicht große Quenglyphe drin ist, aber komm, wegen dem bisschen Krampf tue ich jetzt nicht rum. Ich kann, glaube ich, keine einzelnen Glyphen entfernen. Und soweit ich weiß, gehen die anderen auch kaputt, wenn ich die raushole. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Ich könnte mich gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, ich mache entweder das Schwert kaputt oder den Inhalt. Und ich opfere nicht 2 große Steine, um einen normalen zu einem großen zu tauschen. Das ist es mir dann doch nicht wert. So, dann geht's mal nach Beauclair zum Ober-Super-Duper-Meister-Macher. Wie viele Fragezeichen ich hier in Wellen noch nicht gemacht habe, gell? Erstaunlich. Was für ein tolles Spiel. Was habe ich hier denn markiert? Pff. Hier habe ich auch noch. Da ist auch noch so ein fettes Monster oder so. Ob ich das noch alles mache, ich weiß es ja nicht. Hier war auch noch so ein Riese. Hier oben bei der neuen Mühle, da könnte ich mir noch irgendwas in die Rüstung reinrunen lassen, aber irgendwie, ich weiß nicht, will ich jetzt auch mal langsam zum Ende kommen. Ich werde hier schauen, dass ich in Blood and Wine noch mache, was ich kann, aber da ist der Großmeisterschmied. Aber dann ist auch irgendwann mal gut. Hoffe, ihr seht mir das nach, aber vielleicht will ich ja irgendwann mal noch ein anderes Spiel solo spielen. Nach jetzt bald 2 Jahren, in dem ich den Witcher spiele. Hätte nicht gedacht, dass es so lang geht. Aber ich habe ja auch echt lange Pause gemacht wegen dem ganzen Umzug und. Also, ja. Der hat jetzt gerade eh nicht offen, glaube ich. Long live Duchess Anna Henrietta! Da warte ich erstmal, bis der Laden offen hat. Vielleicht zum 9. Milton the Peyrac Peyron falls victim to his own cowardice. Greetings. I hope your search goes well. Would you craft something for me? Of course. So. Also, ich hätte ja gerne die Großmeister-Katzenrüstung. Da fehlt mir jetzt nur eine angereicherte Demeritium-Platte. Dann muss ich in die Alchemie gehen. Nee. Gibt es die hier? Ne, Quatsch, nicht Alchemie, Handwerk. Blödsinn. Und da fehlen mir 2 angereicherte Demeritium-Barren. Da fehlt mir einmal Erz, aber einmal Erz kann ich bauen. So, dann können wir schon mal einen so einen Barren bauen. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten. Der kostet 248. Ne, der kostet 2278. Das ist viel. Für das Erz kann ich noch einmal bauen und dann brauche ich hier Säureextrakt. Den kann ich auch einmal kaufen, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. So, dann wird hier der Barren gebaut und dann wird hier die Platte gebaut. Und dann wird hier schon mal die Rüstung gebaut. 4115, meine Fresse, okay. Damit wären wir mit der Rüstung forever, ever, ever, ever durch. Was würde denn es kosten, das Großmeister Katzenstahl? Wir brauchen auch 2 so Barren. Damit warte ich zumindest, bis ich rausgefunden habe, ob wir das, ob dieses beste Schwert ein Silber- oder ein Stahlschwert ist. Als nächstes brauche ich noch eine Hose. Da fehlt mir auch wieder eine Demeritium-Platte. Also gehen wir nochmal in die Zutaten. Wieder 2 Barren, 2x Erz.
Das ist, finde ich, erschwinglich. Das kann ich mir leisten. Da fehlt mir jetzt reguläres Dimeritium-Erz. Und für reguläres brauche ich einen Dunkelstahlbarren. Und für einen Dunkelstahl... Ne, Moment. Dunkelstahlbarren. Den kann ich machen. Das ist nicht das Problem. Dann kann ich hier das Erz machen. Und den Säureextrakt. Also das bisschen geht immer, finde ich. So. Genau das gleiche nochmal. Also... Urikalkum-Erz ist dann schon teurer. Für normales Dimeritium-Erz brauchen wir wieder den Dunkelstahlbarren. Jetzt brauchen wir dieses Urikalkum-Erz. Ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Ob ich das ernten muss oder ob ich das auch irgendwie bauen kann. Ah, hier. Urikalkum. Grüngold. 90 kostet da 1, sind 360 und da komme ich hiermit besser weg, weil wie man Grüngold herstellt. Grüngolderz. Weiß ich nicht. Grüngolderz, das könnte ich jetzt natürlich... Ah ne, das kann ich nicht zerlegen, siehst du mal, in Grüngold. Schade, also gut. Dann kaufe ich die zwei. Urikalkum-Erz, dann kann ich jetzt... Das ist ein Gefrickel, ey. Dimeritium bauen oder nicht? Nee. Moment. Urikalkum-Erz. Brauche ich einen, oder? Habe ich das nicht gerade gebaut? Das sind diese richtig aufregenden Parts. Hä? Wo ist denn das jetzt hin? Achso, ich muss das ja erstmal erzeugen. Genau. Das gleiche brauche ich, glaube ich, nochmal. Mir jetzt nichts mehr zusammenbrauen. Warum eigentlich nicht? Säureextrakt. Ich kann mir auch nicht einfach so mehr einen zweiten Dimeritium-Barren. Boah, 1000 mehr kommen. Das ist schon echt übel. Also, ob das noch klappt mit den ganzen Zutaten. Ich weiß es nicht, aber jetzt habe ich wenigstens schon mal eine Hose und ein Oberteil. Dann brauche ich insgesamt noch für die brauche ich jeweils einen Barren. Ne, zwei Barren hierfür. Moment. Oh Gott. Zwei für die Stahlwaffe. Zwei hierfür. Mann, oh Mann, ey. Die Handschuhe brauchen bestimmt auch noch einen. Genau. 5. Und die Schuhe auch noch. Ja. Puh. Na gut. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Vielleicht muss ich auch einfach mal Sachen zerlegen für dieses Grüngold. Ach, siehst du mal die. Da hätte ich sogar einen Rubin gehabt. Ich guck mal ganz hier kurz durch, ob ich hier Sachen zerlegen kann in die, die ich... ...irgendwann nochmal brauche. Also diese ganzen Items, die ich jetzt gerade schon verarbeitet habe. Da
Also Stahl und so, wenn man das halt weiter pimpen könnte, das wäre gut, aber das geht glaube ich nicht. Grüngolderz. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Geld zum Fenster rausgeschmissen wahrscheinlich. Die Meritiumbarren habe ich ja jede Menge. Gegerbtes Drakonidenleder brauche ich auch noch. Naja, mal sehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal... Ah, das ist also die tolle Katzenrüstung. Cool. Farewell. Good luck on the path. Samthose. Ganz schöner Brocken. So geil sieht sie nicht aus, aber man kann nicht alles haben. Wie machen wir denn jetzt weiter? Jetzt sind wir hier oben. Soll ich gleich doch mal gewinnmäßig weitermachen? Schauen, wo die übrigen Karten noch sind. Ja, da gibt es jede Menge. Ich probiere es einfach mal. Dass ich gegen die noch Punkte mache. Every resident of our fair town is hereby required to aid the Witcher in Ein so ein Match kann ja nicht schaden. Welcome. Herbs freshly picked, dried, powdered. Whatsoever your heart desires. Let me see what you got. Auch hier wieder gibt es die ganzen Tränke der Leerung und so. Und jede Menge Zutaten, das ist gut. Ich brauche diese eine Kirsche, aber die hat die nicht. Obwohl, Moment. Das ist jetzt eine eher Pausenfolge, bisschen Inventargeschubse und Gebastel, aber es gehört auch zum Spiel, also machen wir das auch. Ich habe in der Pause vorhin tatsächlich, als ihr nicht dabei wart, habe ich mir einen Trollabsud gebraut und der ist ganz schön geil, weil der heilt mich während dem Kampf. Winterkirsche brauche ich. Rubedo kann ich mir machen. Die großen roten Mutagene brauche ich für die Mutationen. Aber jetzt spielen wir erstmal eine Runde Gwent. Und da jetzt eine Bitte an euch Gwent-Experten. Ich habe null Ahnung, wie man dieses skellige Set spielt. Da bin ich um jeden Tipp dankbar, wie immer. Zwei Karten vom Friedhof werden zu Beginn der dritten Runde auf dem Schlachtfeld platziert. Na, das ist doch nicht so schlecht. Ich habe 7 von 10 Sonderkarten. 30 im Satz, 23 Heldenkarten. Anführer kann ich nur den hier. Alle Karten aus dem Friedhof der jeweiligen Spieler gehen in ihre Kartensätze zurück. Okay. Was packe ich denn da jetzt noch rein? Welche sind denn besonders stark? Also Scorch kann man glaube ich immer. Da habe ich schon 2 im Satz. Okay. Vesemir. Das ist ein 6er-Kämpfer. Ist echt ganz schön schwach, aber... Skellige Sturm. Die Kämpfer sind halt echt alle kacke. Überfragt, wie man die hier spielt. Aber ich habe jetzt auch ungefähr seit einem halben Jahr überhaupt keinen Wind mehr gespielt. Der wirkt irgendwie, als könnte man den brauchen. Ach so, ich habe nur so wenige Sonderkarten. Vielleicht nehme ich da noch 2 mit. Oder hier diesen skellige Sturm. Probieren wir es mal.
Heilerin. Der stärkt mir den Berserker. Den habe ich halt nur einmal. Ist aber relativ kräftig, aber der doppelt sich nicht. Ich lege mal das gute Wetter ab. Das habe ich hier mal so ein Langschiff. Das ist nicht so schlecht. Da brauche ich allerdings auch zwei davon. Und die Finte gebe ich jetzt auch mal zurück. War ein Quatsch, weiß ich jetzt nichts doppelt, aber schauen wir einfach mal. Ach, die spielt auch Skellige. Okay, also Berserker. Ich fange mal. Ja, die Heilerin, die brauche ich später erst noch. Ich zieh mal mit. Die sind alle gefährdet für Verbrennen. Okay, da schon einen zweiten. Pilz, dann habe ich... Oh, das ist clever. Die sind natürlich super stark, beide. Eieiei. Die Runde, ob ich die gewinne. Ich versuche das mal mit Verbrennen zu erzwingen. Wenn ich ihm die jetzt wegbrenne... Das war Quatsch, glaube ich. Oh Gott, ich habe überhaupt kein Gefühl, wie man Skelle gespielt. Ah, jetzt passt die schon. Okay, das heißt, ich baue jetzt noch. Dann kommt hier Triss. Jetzt habe ich natürlich die Heilung verschenkt, aber habe immerhin die Runde gewonnen. Habe natürlich den Berserker gespielt, ohne den einzusetzen, ne? Was bringt die Anführerkarte nochmal? Alle Karten gehen... Ach so, von ihm jetzt auch, oder was? Okay, Bade. Gehen in die Kartensätze zurück. Ja, das bringt mir aber gar nichts, oder? Ich dachte, ich hätte die ja wieder auf der Hand. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ah ja, okay, der pullt sich noch so ein Schiff, das ist gut. Gewinne ich nicht dieses Match. Bin ja so schlecht. Ja. Die Runde geht an sie, aber eine haben wir ja noch. Niemand hat mehr Karten, aber jetzt kommen ja die aus dem Friedhof irgendwie zurück. Oder nicht? Ja. Boah, keine Ahnung. Naja. In der nächsten Folge probieren wir es vielleicht gleich nochmal mit Gwent. Irgendwie muss ich ja mal besser werden und ich muss ja das blöde Turnier gewinnen. Bis denn.